Servus, liebe Leute, heute ein bisschen leise, ist mittel in der Nacht und ich habe mal einen richtig, richtig kranken Troll vorbereitet und ist jetzt im Hintergrund nur epische Karten Level 1 und damit werden wir heute mal ein bisschen in Arena 5 trollen und ihr seht, der echte Troller, neuer Account, Pascal, was hat's damit auf sich? Nein, das ist nicht mein Pro Gamer United Account, keine Sorge, ich habe meinen nicht gelöscht. Das ist ein Abonnent gewesen, der gute Merz. Der hat mir den Account bereitgestellt und damit werden wir ganz viel Spaß haben, hoffe ich. Wir werden ein bisschen trollen oder werden ihn verlosen. Also wir werden erst trollen und verlosen ihn dann später auf jeden Fall mal. Weil ich weiß, dass nicht so wirklich viele meiner Abonnenten einen Level 6 Account haben. Ja, Level 6, fast Level 7 bald. Und das ist echt nicht schlecht. Und deshalb würde ich sagen, trollen wir doch ein bisschen. Warum denn nicht? Machen wir doch mal ein paar Fights. Der echte Troller, nennen wir uns sogar. Und mal schauen, ein bisschen Spaß haben. Weil das kann ich jetzt in meinen Lokalregionen nicht mehr machen. In Arena 7 bin ich da. Ja, da kann man das sowas nicht verbuchen, einfach mal irgendeinen Scheiß zu machen. Und deshalb trollen wir einfach hier mal. Wow, sieht schon ganz schön schlecht aus. Minion Horde ist durch. Was machen wir? Wir haben keinen Schaden an Tor gemacht. Setzen wir mal das Riesenskelett hinten hin, aber ich glaube, das wird tough. Ah ja. Jolen in Clash Royale wird's heißen. High-Level Jolen, naja, sicher. Lohnt sich das Blitzen hier? Ja, nein. Ja, doch, wir sind bei Jolen, da machen wir das. Das ist scheißegal. Wieso hat jetzt die Hexe nicht getroffen? Das war doof, das war doof. Minion. Warum Minion Horse? Skeleton Army, Pascal? Skeleton Army. Das war natürlich die Skeleton Army. Und da hauen wir mal einen Wut rein. Vielleicht machen wir dann ein bisschen Schaden. Oh, ein bisschen. Bisschen ist okay. Bisschen ist okay. Wie gesagt, den Account werden wir auch verlosen. Das wird richtig, richtig cool. Verkaufen können wir ihn auch und dann die Gewinnspanne verlosen, aber das Schwachsinn, ich würde lieber direkt an meine Abonnenten verlosen, das ist viel sinnvoller. Und der gute Merz hat auch gemeint, er braucht den Account nicht wirklich. Und ja, wie gesagt, wenn ihr so einen Account für mich rumliegen habt, kann ich den gerne auf meinem Channel verlosen, wenn ihr eh einen zweiten Account habt. Oder was weiß ich, wenn der erste Level 10 ist und der zweite Level 8, könnt ihr mir den gerne geben und ich kann ihn dann auf meinem Channel verlosen. Werde euch natürlich erwähnen dafür, das ist ja klar. Und ja. Bedanke mich natürlich in der Folge. Ja, das ist natürlich klar. Blitzen tut man. Ach komm. Hat mich schon immer interessiert, so eine Minion-Horde zu blitzen. Schon mal richtig beschissen. Ist ja mal richtig, richtig beschissen. Das wusste ich gar nicht, dass es so beschissen ist. Ballon. Hey, das Trollen bockt sich aber schon, Freunde. So ein Troll-Account, das bockt sich echt. Und das ist auch wirklich kein Problem, die Accounts zu wechseln. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass der andere Account fort ist. Der ist natürlich noch da, das wäre traurig, wenn nicht. Und wir haben jetzt 3 verloren, aber das ist mir gerade egal. Ist unser Troll-Account. Deshalb der echte Troller nennen wir uns ja sogar. Warum denn nicht? Trollen macht eher am meisten Spaß. Und wir öffnen die Kronentruhe. Vielleicht haben wir da noch eine Episch drin. Gold sparen wir jetzt mal auf, keine Ahnung was. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, einen Fight machen wir noch, komm. Einen machen wir noch. Hell, verdrückt. Vielleicht kriegen wir die Legendary. Den Eismagier, das wäre lässig. Naja, wie gesagt. Falls ihr mal irgendwie einen höheren Account habt, den ich verlosen soll, oder irgendwas anderes, was ich verlosen soll, oder was ich bei Pookie gesehen habt, also jetzt flame mich bitte nicht, wenn ich sage, dass ich bei Pookie gesehen habe, ja, ich schaue auch andere YouTuber an, die Clash Royale oder sonstiges machen. Aber ich habe gesehen, er macht Truhen bei Abonnenten auf. Da habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich das auch machen, weil Truhen bei Abonnenten, warum denn nicht? Pascal, du hast auch Luck gehabt mit dem Eismagier. Ich habe gesehen, dass man da eigentlich ein bisschen häufiger dafür brauchen müsste normalerweise. Also vielleicht könnte ich das auch machen, falls ihr einen Account bereitstellen wollt. Ich werde dann auch ein bisschen immer bereitstellen. Also 5 Euro oder so pro Account nochmal bereitstellen dafür. Für die Ausgewählten, wo halt da mitmachen. Das ist natürlich klar, das wird nochmal im Extra-Video erwähnt und verlosen werde ich in nächster Zeit auch ziemlich viel. Und die Serie Cash für Clash sollte starten, aber da muss ich mich noch an den Richtlinien orientieren
ob sowas überhaupt legal ist, weil irgendwie ist es im Prinzip auch Glücksspiel. Ja, ich muss mich da wirklich noch erkundigen. Ich will nicht, dass mein Kanal wegen so einer Aktion gesperrt wird. Aber wenn ich mich da erkundigt habe, dann geht es auf jeden Fall da mal richtig, richtig ab mit dem geilen Kanal hier. Den besten Kanal auf YouTube nach ApeCrime TV. ApeCrime TV, sorry. TV heißt ja gar nicht. Oh, und das Trollen bekommt mir nicht gut. Wir trollen ihn einfach und machen hier mal einen Wut drüber. Geht das? Hier. Einfach mal einen Wut auf seine Base. Ich brauche noch ein Thumbnail fürs Trollen. Ach, keine Ahnung, das machen wir alles noch. Da findet sich bestimmt jemand, der mir das macht. Und irgendwie ist es ganz schwierig, so zu spielen. Skeleton Army. Vor allem hier unten sind die Gegner nicht schlecht. Keineswegs. Ich habe nur Truppen dabei, die sind fürchterlich. Naja, das sehen wir auf jeden Fall dann mal. Hier der Prinz holt ein bisschen Schaden weg, ist okay. Und die Goblin Barrel brauchen wir jetzt nicht setzen, denn die verratzt dann direkt. Das können wir uns schenken, kommen wir lieber mal mit dem Packer. Und die only epische Cutler Alliance Challenge ist beschissen. Die machen wir vielleicht irgendwann nochmal, keine Ahnung. Und der Blitz, Blitz, ach Gott, der Blitz war mal hart beschissen. Und vor allem, das passt einfach gar nichts hier dazu. Und wir haben schon wieder 3-1 verloren. Nee, wir haben gar kein Tor geholt. 3-0 haben wir verloren. Schade, ey. Naja, kann man nichts machen, aber ich würde mal sagen, dann war's das für das Video. Wenn ihr eine Verlosung von diesem Account sehen wollt, lasst doch bitte ein Like da oder lasst mich einfach in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, bin ich like geil, also lasst mich einfach mal in den Kommentaren wissen. Oder ruft mich an, keine Ahnung. Irgendwie muss ich es halt wissen. Zeigt's mir irgendwie. Könnt ihr mir auch durch ein Dislike zeigen. Wenn es besonders viele sind, sehe ich es ja auch. Aber dann denke ich, das Video hat euch nicht gefallen. Aber lasst entweder ein Like da oder schreibt es in die Kommentare. Am besten wäre natürlich beides. Und ob ich den Account verlosen soll oder ob ich ihn verkaufen soll und dadurch eine Verlosung machen soll. Was wahrscheinlich nicht viel geben würde, dann würde es vielleicht 5 Euro rauskommen. Keine Ahnung. Oder soll ich damit einfach noch ein bisschen Writer trollen, ein bisschen hochspielen und ein paar gute Formationen für die Arena-Bereiche zeigen, denn da sind ja wahrscheinlich die meisten. Also ich würde mal sagen, dann war's das für die kurze Folge. Trollen in Clash Royale. Also ich würde mal sagen, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Limba română se dă prin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puia băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul ce pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară bloc pentru tine un sac pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un popos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din extinție